So, heute teste ich mal die doppelte Länge vom Wärmetauscher und dazu muss ich jetzt aber erstmal die einfache Länge nochmal messen, weil sich die Temperatur hier drin nicht verändert hat. Und dann werde ich im Anschluss den zweiten Wärmetauscher anschließen. Der passt auch sehr gut, also kann man so rausnehmen, da reinsetzen. Kommt dann da dran. Im Moment haben wir hier drin 18 Grad. Ich lasse das noch mal ein bisschen laufen. So wie man hier sieht, am Eingang bin ich jetzt bei 19 Grad und jetzt werde ich mal messen, was am Ausgang rauskommt. Dazu halte ich das Thermometer in den Schlauch rein. Also 27,5 ist das Maximum am Ausgang. So, nun werde ich den Wärmetauscher mal umbauen auf die doppelte Länge. Das heißt, der zweite kommt dahinter. Und dann schauen wir mal, was da rauskommt. Die Stutzen lassen sich ganz einfach lösen, indem man einfach die vier M6-Schrauben rausdreht. Und im Prinzip kann da jeder Adapter dann gewechselt werden durch das Lösen der Schrauben. Jetzt kommt der zweite Tauscher dahinter. Werde ich leider nicht mehr den Schrauber benutzen können, weil das zu eng ist. Und außerdem habe ich auch nicht bedacht, dass die Schrauben hier gar nicht durchpassen. Deswegen werde ich jetzt erstmal eine Pause machen und währenddessen mal die Löcher ein bisschen aufbohren. So, jetzt habe ich mir schon mal die Bohrer besorgt und werde jetzt die Löcher hier aufbohren, denn normalerweise werden ja hier die Stutzen drauf geschraubt und deswegen sind die Löcher ein bisschen kleiner, sodass man da mit einer M6-Schraube direkt reinschrauben kann. Jetzt will ich diese M6-Schraube eigentlich da durchstecken, um dann hier reinzuschrauben. Dafür nimmt man erstmal den Einsatz raus, damit der nicht kaputt geht. Thank you.
Na, 6,5 müsste auch ganz gut passen. Gerade ohne den Einsatz dran schrauben, was natürlich ein bisschen schlecht wäre für die Messung. cool. Ist das richtig rum? Ja. So, jetzt kommen die Stutzen wieder dran. Einmal der Abluft oder beziehungsweise ja, Abluft für die Raumluft, die durch den Heißluftföhn dann indirekt erhitzt wird. Und hier kann ich zum Glück wieder den Schrauber nehmen, da ein bisschen mehr Platz ist. Geht das jetzt auch gleich ein bisschen schneller. Ja, jetzt noch der Anschluss für den Heißluftföhn. Ich muss auch aufpassen, dass ich nicht zu fest schraube, weil sonst natürlich der 3G-Druck auch gleich kaputt ist. So, jetzt könnte man zum zweiten Mal messen und diesmal mit der doppelten Länge. Das teste ich jetzt mal. So, bei der ersten Messung waren es ja 19 Grad am Eingang und 27 Grad am Ausgang. Und das war einfache Länge. Einmal Länge.
jetzt bei doppelter Länge und haben Eingang 19,4. Mittel 19,5 würde ich sagen. Und jetzt messe ich mal, was am Ausgang rauskommt. Da bin ich extrem gespannt, ob das jetzt was bringt. Dazu stecke ich den Temperaturfühler wieder in das Rohr, das hier rausgeht. Das bringt jetzt auf den ersten Blick gar nichts. Oder sogar weniger als vorhin. Wieder bei 27 Grad, aber mehr wird es einfach nicht. Also würde ich mal sagen, die doppelte Länge bringt jetzt hier nichts. Ja, das war's soweit. Vielen Dank fürs Zuschauen.